man hat seinen Ruf verteidigt auf der Straße, du musstest dir halt erkämpfen, Respekt, also du musstest dir den Respekt vor den Leuten erkämpfen, dazu gehörte nun mal die krasseste zu sein, die sich nichts gefallen lässt, die zu sein, die ihren Titel verteidigt, beziehungsweise sich den Titel aufbaut, indem sie den Leuten zeigt, so ey, fick mich nicht an, sonst gibt's aufs Maul. Auch sie kämpfen um den Titel, die Stärkste, die Brutalste zu sein. Jacqueline und Desiree sind 16, Soussienne gerade mal 14 Jahre alt. Wenn die Freundinnen durch ihr Viertel laufen, fallen sie auf. Kampfbereit geben sie sich immer, auch verbal. Missgeburt! Fahr mal weiter, du Hurensohn! Ja, wo bist du? Missgeburt! Ja, das war so ein Typ, der aus dem Auto denkt, er ist cool und schreit irgendwas, aber fährt dann mit dem Auto weiter, anstatt der aussteigt. Was ist denn gewesen? Dann hätte ich ihm eine Klatsche gegeben. Wenn die Mädchen ihre Ruhe haben wollen, gehen sie in den Park. Zum Chillen, sagen sie. Gewalt bedeutet zwar Stress, aber gehört für sie zum Leben. Und da finden es die Mädchen ganz normal, dass auf der Straße das Faustrecht gilt. Einfach auf die Fresse hauen. Also es kommt, ist immer so, wer zuerst schlägt, hat, also wer zuletzt schlägt, hat den Kürzeren gezogen. Weil wenn ich denke mir immer so, wenn ich hau lieber zuerst zu, bevor ich was abkriege. Das Gesetz des Stärkeren gilt für Jungen und Mädchen gleichermaßen. Aufs Prügeln sind sie stolz. Ich meine, die Mädchen schlagen auch schon heutzutage so zu wie die Jungs halt. Früher war es so, einmal, wenn man sich gestritten hat als Mädchen, eine Klatsche oder gekratzt oder so. Jetzt ist ja so Boxen treten, bis jemand auf dem Boden liegt. In die Schule gehen sie nur, wenn sie Freunde treffen wollen. Der Unterricht ist ihnen gleichgültig. Ein halbes Jahr haben sie geschwänzt, passiert ist nichts. Jetzt haben sie kaum eine Chance auf einen Abschluss. Sie verbringen den ganzen Tag auf der Straße, hängen rum, warten. Da kommt eine Schlägerei gerade recht. Zum Beispiel mit einem Mädchen, das ihnen 70 Euro schuldete. Ja, und dann sind wir halt hinterher. Dann hat halt Desi einen Box gegeben und haben sie halt geschlagen. Was hast du gemacht? Na, also ich habe sie halt nicht geboxt. Ich habe halt in den Kopf genommen, also an den Haaren, und halt gegen mein Knie geschlagen. Aber dann, also irgendwie, keine Ahnung, lag sie so auf dem Boden, haben sie noch ein bisschen getreten, aber dann wollte ich auch nicht mehr, weil wirklich leid tut es mir nicht, weil die sind ja diejenigen meisten, die das provozieren halt so. Also sind sie meiner Meinung nach selber schuld. Kein Mitleid für das Opfer, nur Hohn. Kein Gedanke daran, ob es das wert war. Weiter geht's, bummeln. Was ihnen wichtig ist, Handys, Fingernägel, Klamotten. Dafür wird auch schon mal geklaut und geschlagen. Wer die falschen Sachen trägt, wird fertig gemacht. Wenn ich jetzt ein Mädchen draußen sehe und sie halt im Minirock durch Kreuzberg läuft, dann denke ich halt gleich automatisch, das ist eine Schlampe. Weil sie müsste eigentlich ganz genau wissen, dass man in Kreuzberg nicht so rumlaufen soll, weil jeder dann gleich denken würde, oh mein Gott, was ist das für eine Schlampe. Die kann man anfassen und so, die kann man gleich ficken und so, würde jeder denken.